Servus Freunde der Fotografie und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Heute geht's in die Dark and Moody Fotografie Richtung und was wir genau machen, siehst du nach dem Intro. Wie vor dem Intro erwähnt, möchte ich heute in die Dark and Moody Fotografie mit euch einsteigen. Ich finde, das ist ein sehr spannendes und richtig geiles Thema. Und da mir schon ein paar Leute von euch geschrieben haben, ob ich da nicht ein kleines Tutorial drüber machen kann oder ein Tutorial über Stillleben Fotografie, dachte ich, ich packe das jetzt heute hier einfach mal zusammen und wir machen richtig geiles Stillleben im Dark and Moody Stil, beziehungsweise halt eher ein Basic-Bild, denn für richtig coole Stillleben brauchst du verdammt viele coole Accessoires und das haben die meisten Leute wahrscheinlich auch nicht zu Hause. Und heute unser Hauptaccessoire ist zum Beispiel diese Birne hier oder diese Kiwi, also einfach ein ganz normales Obst, das wir heute Dark and Moody in Szene setzen. Und du fragst dich wahrscheinlich auch, Dark and Moody, für was steht das überhaupt? Ganz einfach erklärt. Dark bedeutet dunkel aus dem Englischen übersetzt und Moody steht für stimmungsvoll. Das heißt, zusammengesetzt ist es ein stimmungsvolles, dunkles Bild. Und bei dieser Technik muss man natürlich auch sehr viel auf die Licht- und Schattensetzung achten, denn dadurch lebt das Ganze überhaupt, vor allem durch ganz viel Dunkelheit, also ganz viel Schatten in den Bildern. Und ein paar Highlights mit der Lichtsetzung. Und ich finde, die Technik ist richtig spannend und richtig geil. Und ich würde sagen, legen wir auch mal los mit den benötigten Materialien. Und ganz klar, du brauchst ein Hauptitem, um das sich alles dreht. Also ein Fokuspunkt in deinem Bild. Und das ist jetzt hier für mich diese schöne Birne, beziehungsweise bei anderen Bildern diese schöne Kiwi. Und die werde ich dann später auch noch mit einem Messer jetzt hier aufschneiden. Und falls die dann ein bisschen austrocknen sollte, da es jetzt heute hier doch recht warm ist, habe ich jetzt hier auch noch ein kleines Sprühfläschchen mit Wasser, um das Ganze wieder anzufeuchten. Dann sieht das einfach frischer und saftiger und leckerer aus, als wenn du dann später eine trockene Kiwischeibe hast. Dann denkt man, okay, das Ding ist schon alt, das will man eh nicht mehr essen. Und als nächstes brauchst du dann einen coolen Untergrund. Und ich suche mir meistens eigentlich echt einen Wolf in meiner Wohnung zusammen, um irgendwas Cooles zu finden, sei es irgendein Holzbrettchen oder irgendwas, was richtig cool aussieht, wo ich denke, hey, das wäre richtig geil auf dem Foto. Und meistens finde ich einfach nichts, weil ich jetzt hier zu Hause nichts Cooles irgendwie rumfahren habe. Und dann verwerfe ich meistens auch meine Idee, was ich eigentlich fotografieren wollte. Also mir gehen relativ viele Fotoideen flöten, weil ich einfach kein geiles Surrounding um das Item, was ich fotografieren möchte, habe. Aber da gibt es jetzt eine richtig coole Lösung von LensAid. Die haben mich angeschrieben, ob ich nicht ein paar Unter- und Hintergründe von denen testen möchte. Und ich dachte mir so, geiler Scheiß, auf jeden Fall. Denn sie haben mir jetzt hier ein paar Muster geschickt gehabt, zum Beispiel eine Holzstruktur, die man super als Hinter- oder Untergrund verwenden kann, oder jetzt hier so eine Steinstruktur etc. Hier habe ich mehrere jetzt rumfahren, die ich jetzt auch in der Zukunft in meinen Videos einbauen werde, denn ich finde das richtig genial. Vor allem beide Seiten sind Folien kaschiert. Was heißt das? Du kannst mit Spritzwasser arbeiten und kannst es einfach wieder abwischen. Also es ist eine Pappe, auf beiden Seiten ist eine Plastikfolie drauf, die matt ist, also die reflektiert auch nicht so stark, dass du die auch, sag ich mal, wirklich auf Fotos gut verwenden kannst, ohne nervige Reflexion. Aber Achtung, die Kante ist natürlich nicht folienkaschiert, da könnte ein bisschen Wasser eintreten, aber die Chance ist sehr, sehr gering. Also richtig geiles Material und du hast nicht viel Scheiß herumstehen, du kannst es einfach zusammenrollen und unter das Sofa schieben und das Ding ist aufgeräumt. Also ich finde es richtig geil, checkt mal den Shop bei denen aus, denn so kleine kreative Firmen zu unterstützen, das ist immer eine schöne, feine Sache. Dann als nächstes braucht ihr ganz normales DIN A4 Papier, denn das brauchen wir einerseits als Diffuser für unser Licht und andererseits als Lichtreflektor. Und dann habe ich jetzt hier noch ganz normale schwarze Pappe, die ich einfach als Schattengeber verwenden werde. Und dann habe ich jetzt hier als nächstes noch ein bisschen Tape, um die Pappe auch zu fixieren, zum Beispiel auf den Tisch. Also auch jetzt diese Folien hier von LensAid. Oder ich bepse mir jetzt hier einfach hinten an Bücher dran, damit es einfach nicht umkippt. Also einfach auch nochmal als Stütze. So Bücher kann man immer gut gebrauchen. Und meine Lichtquelle
ist jetzt hier eine ganz normale Taschenlampe. Da dachte ich, das hat natürlich auch jeder zu Hause, denn so ein Standlicht werden wahrscheinlich auch viele Leute nicht haben. Also man kann heute mal wieder mit Taschenlampe fotografieren. Und meine Kamera ist die Olympus OM-D1 Mark II, also die, die mich filmt. Und vorne dran habe ich einerseits mein 45 Porträtobjektiv und andererseits mein 60 mm Makroobjektiv. Aber du kannst auch super mit deinem Kit-Objektiv fotografieren oder gegebenenfalls sogar mit einem Smartphone. Das funktioniert natürlich auch. Und dann habe ich jetzt hier noch ein Kabelauslöser, damit ich nicht verwackel, denn ich fotografiere heute vom Stativ. Und das sind alle meine Items, also würde ich sagen, legen wir los mit dem Aufbau. Der Aufbau ist natürlich relativ simpel. Du hast einen coolen Hintergrund oder einen coolen Untergrund und fixierst das einfach mit ein bisschen Tape, damit dir jetzt hier nichts wegrutscht. Dann habe ich jetzt hier auf der linken Seite meine Taschenlampe hingelegt gehabt und davor einfach ein bisschen DIN A4 Papier aufgestellt. Umso mehr DIN A4 Blätter du verwendest, umso weniger Licht kommt natürlich hindurch. Und eins reicht meistens auch. Das hängt natürlich jetzt mit der Stärke jetzt hier von deiner Taschenlampe zusammen. Und umso weiter die Lichtquelle von deinem Blatt Papier entfernt ist, umso mehr hast du auch diesen gleichmäßigeren Diffuser-Effekt, was natürlich auch richtig schön aussieht. Ein anderes Papier kannst du auf die andere Seite stellen, um die Seite ein bisschen aufzuhellen. Oder wenn du es ganz dunkel haben willst, dann nimmst du einfach jetzt hier deine schwarze Pappe. Und jetzt kannst du natürlich deine Früchte aufschneiden, wenn du möchtest oder auch nicht. Und natürlich ein bisschen mit Wasser besprühen, damit sie einfach ein bisschen fresher aussehen. Und dann einfach deine Fotos frontal machen. Und das war's dann auch schon. Also es kommt hier noch meine Kameraeinstellung. Meine Kameraeinstellungen sind sehr einfach. Ich habe im manuellen Modus fotografiert, manuell fokussiert und mein Bildstabilisator ist natürlich auf ausgeschaltet, da ich ja hier vom Stativ fotografiert habe. Mein ISO-Wert war bei 100, meine Belichtungszeit lag bei 3,2 Sekunden und meine Blende lag bei 8. Natürlich variiert das ein bisschen jetzt hier von der Stärke deiner Taschenlampe, aber du kannst so lange belichten, wie du möchtest, denn du fotografierst dich hier vom Stativ und dein Stillleben läuft nicht weg. Und jetzt kommen wir noch kurz zu meiner Nachbearbeitung in Lightroom. Unser Originalbild ist schon sehr nah an dem Look, den wir generieren möchten. Und jetzt machen wir noch hier ein paar einfache Korrekturen in Lightroom. Das heißt, ich schneide mir erstmal mein Bild zu, dann drehe ich den Kontrast ein bisschen rein und die Lichter etwas raus und nehme auch ein bisschen Sättigung raus und gehe dann zur Gradikationskurve und mache hier erstmal ein leichtes S und gehe dann in der Mitte noch ein kleines Stück weiter nach unten und gehe jetzt noch in die selektive Farbkorrektur. Bei Sättigung nehme ich mir die Farben, die ich nicht möchte, raus und die Farben, die jetzt mein Obst hat, die verstärke ich noch ein kleines bisschen und dann mache ich noch ein Häkchen bei der chromatischen Aberration entfernen, mache noch eine leichte, weichte Vignette rein und mache das Bild zum Schluss noch einen kleinen Tick heller. Und das war jetzt mein Bearbeitungsschritt. Also ich finde, das sieht doch richtig cool aus. Ich hoffe, dir hat mein kleiner Ausflug in die Dark and Moody Stillleben Fotografie gefallen. Und falls du hier noch mehr sehen willst, schreib's mir unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst hier. Mach's gut. Ciao.